Hallo und herzlich willkommen hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um ein Seminar rund um die MAKO 2020, die Marktkommunikation 2020, das vielleicht wichtigste, dringendste und umfassendste Thema in der Energiewirtschaft im Jahre 2019. Die MAKO 2020 ändert einmal die wichtigsten Prozessdokumente und regulatorischen Vorgaben der Energiewirtschaft. Nachrichtenformate ändern sich, Prüfregeln ändern sich und es gibt jede Menge Kleingedrucktes und wer soll das alles schon durcharbeiten? Ich habe das getan und biete deswegen ein richtig schön praxisorientiertes Seminar für Stadtwerke, Energieversorger, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber an. Mein Fokus liegt klassischerweise auf kleinen, mittelkleinen Stadtwerken und deswegen ist der Praxisbezug natürlich insbesondere wichtig. Denn die regulatorischen Rahmenbedingungen, die kann man sich auch an anderer Stelle holen, die stehen weitestgehend im Internet. Aber was das Ganze wirklich für die Praxis bedeutet, die Einordnung in den Alltag und die Konsequenzen in den Prozessen, die man jeden Tag als Sachbearbeiter zum Beispiel erlebt, erledigen muss, die kommen dann nicht so ganz hervor und genau darum dreht sich mein Seminar. Und so führe ich über das Messstellenbetriebsgesetz und das Interimsmodell der Marktkommunikation erstmal in das Thema Marktkommunikation ein. Worum geht es da? Was ändert sich, wenn es kettenförmig und dann plötzlich sternförmig ist? Was ist eigentlich Marktkommunikation und wie funktioniert der Datenaustausch? Um dann eben zum eigentlichen Interimsmodell des Interimsmodells zu kommen, nämlich die MAKO 2020. Und was ist dann wiederum der Schritt zum eigentlichen Zielmodell? Wann kommt das? Wann startet das? Was ist jetzt eigentlich das Problem mit dem Smart Meter Rollout? Über den Beschluss, der am 20. Dezember letzten Jahres gefasst wurde, gehen wir in die konkreten Änderungen der einzelnen Prozessdokumente, bleiben dabei aber auf einer hohen Flughöhe und schauen uns eher die direkten, konkreten Prozesse an. Dabei kann man auf den Übertragungsnetzbetreiber eingehen, wenn das wirklich von Interesse ist, gerade wenn es um Bilanzierungsaufgaben geht oder eben die Aufgabe von zum Beispiel der Aggregationsverantwortung für Stammdaten und Bilanzierungsdaten vom Verteilnetzbetreiber an den Übertragungsnetzbetreiber, dann ist das relevant. Und dann kommen wir in das Bilanzierungsthema. Was ändert sich eigentlich an der MABIS ganz konkret? Warum wird die 100 Seiten länger? Was ändert sich an der Zuordnungsliste? Die fällt weg. Warum ist das so? Und was ist der Ersatz davon? Was ist diese Stammdatensynchronisierung? Wir schauen uns dann etwas genauer den Messstellenbetreiber an. Wie wurde der grundzuständige Messstellenbetreiber eigentlich zugeordnet und wie kann dann ein Wechsel zum Wettbewerbschen zum Beispiel stattfinden und was sind die konkreten Prozesse, die dafür genutzt werden. Diese finden wir natürlich in der WIM und da gibt es auch noch einige andere Änderungen und darüber hinaus auch noch ein paar Anpassungen in der MPES. Und schlussendlich springen wir komplett nochmal in die GBKE und schauen uns an von den Änderungen der Stammdatenstruktur und den dann zu ändernden Prüfregeln über die Netznutzungsabrechnung in den dort erstmals auftretenden Lieferschein, der ist schlussendlich auch nur eine MS-Konz und nichts anderes, neue Datenformate wie die COMDIS und die UTILTS, die schlussendlich auch nichts anderes als Berechnungsformeln ist. Wir schauen uns genauer an, was ändert sich eigentlich am Lieferantenwechsel, am Lieferbeginn, am Lieferende, welche konkreten Änderungen in den Fristen und Prüfregeln gibt es jetzt und was muss man da eben im Alltag wirklich beachten. Und schlussendlich auch noch das absolut heißeste Thema, was ist eigentlich mit der Zuordnungsermächtigung und was ist, wenn man die vergisst? Wieso fallen dann alle Kunden in die Grund- oder Ersatzversorgung? Das schauen wir uns ganz konkret an. Und da sehen wir auch schon wieder, es gibt so viel Kleingedrucktes, was eben übersehen wird und was ich ganz konkret aufgearbeitet habe für Stadtwerke, Energieversorger, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber. Meldet euch einfach bei mir. Auf energiewirtschaft-einfach.de findet man alle Informationen rund um dieses Seminar und da kann man mich auch ganz unkompliziert kontaktieren. Genauso auf Xing und LinkedIn einfach anschreiben, einfach mal Hey sagen und dann gehen wir ganz unkompliziert in die Kontaktaufnahme und sprechen einfach mal darüber, wie ich euch ganz konkret helfen kann. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann stellt die einfach in den Kommentaren oder schreibt eine Nachricht direkt an mich. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.